Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich möchte die Frage stellen, ob das Thema Breitbandausbau an Schulen, wie uns der Titel des CDU-Antrags suggerieren mag, für die Skandalisierung sich eignet. Nein, Herr Kaiser, Frau Vogt, dieses Thema eignet sich nicht dazu. Soll Ihre Fragestellung ein Frontalangriff auf alle Schulträger, auf alle Schulen sein? Schließlich sind die Kommunen und Kreise in ihrer Schulträgerschaft für die sächliche Ausstattung der Schulen zuständig. Und wie sieht es denn an unseren Schulen aus? Stimmt das eben beschworene Jammertal? Gibt es wirklich die Nullnummer, die uns Frau Vogt benannt hat? Auch da sage ich nein. Alle Schulen in Nordrhein-Westfalen sind am Netz. Alle Schulen in Nordrhein-Westfalen haben Zugang zum Internet. Für viele Schulen war dies bisher auch ausreichend. Man kann also wirklich nicht von Schulen ohne Anschluss sprechen. Die Ausstattung der Schulen mit einem leistungsstarken Breitbandnetz, das ist die jetzt laufende Stufe der Entwicklung. Und der Bedarf von Schulen zielt ab auf den Anschluss an ein Glasfasernetz. Die KMK, die Kultusministerkonferenz, sieht das auch und hat im Dezember 2016 beschlossen, möglichst bis 2021, wir haben es gehört, alle Schülerinnen und Schülern einen Zugang zum schnellen Internet zu bieten, um digitale Bildung zu ermöglichen. Der Bund hat 5 Milliarden zur Ausstattung der Bildungseinrichtungen in Aussicht gestellt. Angekommen sind diese Mittel noch nicht. NRW dagegen, hier sieht es deutlich anders aus. Ich muss das noch einmal aufzeigen. Die intensive Diskussion um digitale Bildung und Medienkonsequenz, bei uns hat sie Konsequenzen. Die Medienberatung NRW hat mit Unterstützung des Landes, mit dem Medienpass NRW und mit der aktuellen Entwicklung der Schulcloud Logineo wesentliche Weichen gestellt für die digitale Bildung in der Schule. Als erstes von 16 Bundesländern hat NRW ein Leitbild Lernen in der digitalen Welt verabschiedet. Und jetzt Gute Schule 2020, 2 Milliarden für die Kommunen. Mit diesem Programm leistet das Land ganz aktiv Hilfestellung für die Kommunen, die digitale Infrastruktur ihrer Schulen aus- und aufzubauen. Damit wird dieser notwendige Breitbandanschluss vorangebracht. Jeder Kommune sind damit Mittel an die Hand gegeben, Schulen den Zugang zum schnellen Internet zu ermöglichen. Ob und wann genau dies passiert in den nächsten 4 Jahren, entscheidet dann jede Kommune selbst. Verschlafen, meine Damen und Herren, sieht ganz anders aus. Und das Land bietet nicht nur finanzielle Hilfe. Über die Medienberatung NRW gibt es den Kommunen auch Planungshilfe. Vielleicht sollte sich die CDU mit ihrem Antrag nicht nur die wenigen aus einem Zeitungsartikel stammenden Zahlen heranziehen, sondern sich mit der Medienberatung NRW, mit dieser in Auftrag gegebenen Studie auseinandersetzen, sich darüber informieren. Diese Studie analysiert die Ausgangslage und den Kommunen Daten zu liefern, damit sie die Anbindung ihrer Schulen ans Glasfasernetz planen können. Eine Studie, in der es nicht darum geht, Defizite aufzuzeigen, sondern darum, möglichst konstruktiv für die Kommunen zu wirken. Und damit, Herr Kaiser, wissen die Schulen dann durchaus, worum es geht, und sie können ihre notwendigen nächsten Schritte einleiten. Das sind konstruktive Lösungsansätze. Und dem dient auch die Erklärung der Kommunalen Spitzenverbände und des Landes vom Dezember 2016. Kommunen und Land arbeiten Hand in Hand, um ein erfolgreiches Lernen in der digitalen Welt für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten. Das ist die Aufgabenstellung und nicht das Runtermachen, wie wir es heute von Ihnen wieder erleben. Und was ich zum digitalen Wandel auch noch sagen möchte, Pädagogik vor Technik. Das ist der Grundsatz für die Ausstattung der Schulen. Hochwertige digitale Bildung verlangt weit mehr als einen guten technischen Standard. Hier springt der Antrag der CDU, das ist uns nicht neu, mal wieder zu kurz. Entscheidend ist die Vermittlung digitaler Kompetenzen. Dazu benötigen Schulen Medienkonzepte. Denn digitale Bildung, das wissen wir, führt zu tiefgreifenden Veränderungen in Schule und Unterricht. Hilfestellung zu diesem Schulentwicklungsprozess bieten die örtlichen Medienberater, deren Zahl zuletzt verdoppelt wurde. Meine Damen und Herren, dramatische Unterversorgung von Schulen? Nein. Liebe CDU, wenn Sie das Anliegen dieser Aktuellen Stunde wirklich ernst nehmen, dann müssten Sie der Landesregierung eingeschlagenen Weg Ihre Zustimmung geben. Sie müssen diesen Weg begrüßen. Gehen Sie mit uns gemeinsam in den digitalen Wandel an den Schulen.